I'm done with Kenyan TikTok. This is what I'm trying to explain. Yeah, we are done with Kenyan TikTok. We are done with Kiswahili and English. We are crossing over to the German community. Yes, that is what we are trying to say. What I'm trying to explain. In any case, there is Kenyan people speaking Swahili and English. What I'm trying to explain, I'm trying to get German community on board because I'm tired with the Kenyan community. The Kenyan community is very toxic. I'm done with them, and I am going to embrace the German community. Yes, this is what I'm trying to explain. Oh, yes. Tschüss! Auf Wiedersehen, kenyanische Leute! Auf Wiedersehen! Tschüss! Ciao! Gott sei Dank, ich kann ein bisschen Deutsch. Ja, ich werde meine Komödie an die deutschen Leute erzählen. Ja, ich nix verstehe. Ich verstehe nur Bahnhof. Oh ja, diese arme Moparei, diese arme Moparei, tschüss, auf Wiedersehen, ihr könnt mich am Arsch lecken, tschüss, kenyanische Leute, tschüss, auf Wiedersehen, ihr könnt mich am Arsch riechen, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, ich habe genug. Es reicht. Es reicht einfach. Ja. Ich werde eine kleine Community auf Deutsch bauen. Ich verspreche, meine Deutsch ist nicht gut. Wenn Alaska schärfst auf Deutsch. Straßenkinder in Kenia geholfen. Was haben kenianische Leute mit mir gemacht? Ich werde meine Gesichter erzählen auf TikTok. Ich wohne in Deutschland und es gibt keinen Grund, warum ich muss weiter so leben auf TikTok-Plattform, wo ich bin niemand. Die Leute suchen nur Probleme. Von Montag bis Sonntag. Es gibt hier Leute, die haben nichts zu erzählen auf TikTok. Aber die wollen deine, wie sagt man das auf Deutsch? Was ist Content, Miki? Was ist Content? Das, was du machst? Ja. Ja, aber auf Deutsch? Content, dasselbe. Nein, glaube ich nicht. Die verstehen, wenn du einfach Content sagst. Also, ich glaube, es ist besser, wenn ich meine TikTok verwandle auf Deutsch. Ich freue mich auf die deutschen Zuschauer auf meine TikTok. Ich werde die Deutschen, auch die neuen TikToker, die wollen TikToker werden. Ich werde euch warnen. TikTok ist sehr, sehr gefährlich. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf TikTok-Plattform. TikTok ist sehr gefährlich. Sarat. TikTok kann glücklich machen und TikTok kann unglücklich machen. Sarat. Aber richtig. Sarat. Ich werde Stück für Stück meine Geschichte erzählen. Also, meine Deutsch ist nicht perfekt. Ah, Mama, aber dann sehen uns doch andere Leute, die erkennen dich dann vielleicht und dann wissen ja, was du sagst. Ja, ich will meine Geschichte erzählen auf Deutsch. Ich bin genug gemobbt auf kenianische TikTok. Meine Kinder, die haben Probleme mit mir, als wenn ich Deutsch spreche. Die haben Angst, dass die werden gemobbt.
haben keine Angst, dass wir gemobbt werden. Ich glaube nicht, dass die Deutschen sind so, die mobben Kinder. Natürlich. Nee. Die kommen einfach rein in mein Live und beleidigen dich. Nee. Doch, ich kann jetzt mal einen Afrikaner in Live gehen, der wird ohne Grund beleidigt. Ja, Elbow. Nee, das sind Kenia-Leute. Nein! Natürlich. Nein! Und solche Leute musst du nur blockieren. Fertig. Nein, warum bitte jetzt? Warte. So, guys, ich werde ab heute nur die deutschen Zuschauer suchen für mich. Und ich werde meine kleine Deutsch mit denen reden. Also, der Alaska ist aus Afrika, der redet auch nicht so perfekte Deutsch. Und Alaska spricht nur Deutsch auf seine TikTok. Und ich finde das wunderbar, weil durch diese Präsentation auf Deutsch, ich werde auch meine Deutsch verbessern, Stück für Stück, täglich. Ich werde auch die Zuschauer aufbauen. Ja. Warum will ich nicht mehr auf Englisch oder Swahili reden? Weil ich will nicht aufgenommen werden von fremden Leuten, die ich gar nicht kenne. Ich habe schon gebetet, dass ich will nicht aufgenommen werden von niemand. Jesse, danke schön. Ich will nicht, dass meine Videos aufgenommen werden, aber die hören nicht. Ich will nicht aufgenommen werden von keiner. Das soll respektiert werden. Und deswegen, ich will nicht mehr auf meine Sprache sprechen oder präsentieren. Ich will nicht auf Englisch oder Swahili in TikTok sprechen. Ab heute. Ich will einfach meine Ruhe. Endlich mal. Jesse, danke schön. Das ist der einzige Weg, wo ich kann von dieser kenianischen Mopperei weglaufen. Anders geht nicht. Das ist der einzige Weg. Jesse, danke. Danke, Lin. Ja, besser, wir haben 50 Zuschauer, aber ich werde nie aufgenommen, ich werde nie irgendwo gemobbt, wie auch immer. Ja, ich will raus von dieser kenianischen Geschichte, TikTok-Scheiß. Ich will raus. Ich rege mich auf, weil das ist kein Spaß. Ich will keine Star mehr werden. Ich war mal ein Star. Ich will nicht mehr. Der Weg zu einem Star ist ein Weg zu Horror. Wenn du dich unglücklich willst, dann werden ein Star. Eine Star, eine berühmte Person. Ich will nicht mehr berühmt werden. Ich will nicht mehr von meinem Herzen. Ich will nicht mehr berühmt werden. Ich will nicht. Ich will normal sein.
Ich will einfach eine kleine Gruppe in mein Leben haben. Ich will nicht mehr gemobbt werden. Es reicht einfach. Ich habe es genug. Es reicht.